Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alive. Life is music, when I hit that mic I gain control. Speaking purely through my soul, when my mind's in overload. For so long I was cold, I mean my heart was froze. Trembling emotions, how the fuck was I supposed to grow? But how the fuck were they supposed to know that my ambitions had me dissing those creating distance from me and my goals? I was so bitter, feeling like I was the run of the litter. But now I deliver like Domino's dinner. Go call me whatever, but can't call me quitter. I'm stuck in my work, they don't wanna be eating. But then they dessert, wasn't here in the kitchen, I eating the dishes. Why they here for dessert? They trying to wipe the game, but all they ever do is flirt. I give my heart, I give my soul, I swear I really put in work. Now they look up to me, we see from the same height on the same earth. Walk the same ground through the same dirt, live the same love and the same hurt. Buongiorno Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zum nächsten Video von Mucho. Aus privaten Gründen konnte ich leider letzte Woche kein Video hochladen, aber ihr habt jetzt gerade am Anfang des Videos das Posing-Update von der letzten Woche gesehen, das habe ich noch aufgenommen. Aber jetzt geht's ganz normal weiter. Jetzt kommen praktisch in dem Video weitere Tipps zur Diät. Und vor allem auch am Ende des Videos dann das Posing-Update von dieser Woche. Es sind jetzt noch aktuell genau dann, also am Sonntag heute, wenn ich das Video hochlade, 2 Wochen bis zum Wettkampf. So, kommen wir jetzt zu den Tipps, die ich euch weiterhin geben will. Fangen wir mal damit an, sagen wir haben jetzt praktisch die Diät gestartet und das Ganze läuft jetzt so circa seit einer Woche. Weil ich einfach auch häufig darauf angesprochen worden bin, ja, wie sieht es denn mit Cheat-Days aus? Beziehungsweise, ich kenne einfach viele Leute, die wo das so machen, dass sie praktisch von Montag bis Samstag richtig schön auf Diät sind und alles richtig schön einhalten, aber dann sagen, dass sie am Sonntag ihren Cheat-Day haben und da wird dann alles reingeballert, was man sich gerade vorstellen kann. Schokolade, Kuchen, einfach alles. Finde ich persönlich einen richtigen Bullshit. Da ist eben der Fehler, ich spare mir zwar 500 oder 400 Kalorien jeden Tag ein, wenn ich jetzt von Montag bis Samstag richtig schön das alles durchziehe, aber am Sonntag habe ich mir dann praktisch wieder alles drauf. Und da sagen die einen, ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Du hast ja deine 3000 Kalorien Grundumsatz. Aber genau da ist der Fehler, Freunde. Die meisten Leute haben am Sonntag den sogenannten Rest Day. Beziehungsweise ihr habt an einem Samstag oder an einem Sonntag nicht den gleichen Kalorienumsatz, wie wenn ihr von Montag bis Freitag ganz normal 8 Stunden arbeitet und dann ins Training geht. An einem Sonntag, wenn ihr aufsteht und dann ganz normal frühstückt und am Nachmittag vielleicht noch irgendwas mit den Freunden oder Freundinnen oder sonstiges macht und dann am Abend schaut ihr Fernsehen, dann habt ihr definitiv nicht den gleichen Kalorienumsatz auf den gesamten Tag gerechnet, wie wenn ihr an einem normalen Tag arbeitet und dann ins Studio geht. Da habt ihr vielleicht, wenn es hochkommt, an einem Sonntag nur 2200 oder 2300 Kalorien insgesamt einen Umsatz. Aber wenn ihr sagt, ihr macht wirklich einen Cheat-Day am Sonntag, wie das ja viele machen, dann esst ihr mal locker vielleicht 4000, 4500 Kalorien. Und so habt ihr dann die ganze Woche eigentlich für nichts abgenommen, weil ihr dann am Sonntag die kompletten Kalorien draufpackt, was ihr euch unter der Woche so schon eingespart habt. Ich kann euch erzählen, wie ich das mache. Ich mache auch einen sogenannten Cheat Day. Aber bei mir sieht der Cheat Day so aus, dass ich ihn erstens, ich mache ihn meistens in der Wochenmitte, um das jetzt nicht so allzu kompliziert auszudrücken. Nehmt einfach diesen Cheat Day an einem Werktag her. Ich mache ihn praktisch am Mittwoch oder am Donnerstag. Also an einem Tag, wo ich ganz, ganz sicher weiß, ich habe meine 3000 Kalorien mindestens zusammen. Und dann sieht ein Cheat Day bei mir auch nicht so aus, dass ich mir jetzt irgendwie Schokolade oder was weiß ich, was alles reinpfeife. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr es wollt. Bei mir sieht ein Cheat Day eher so aus, dass ich jetzt mal sage, wo ich normal nur 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate esse, einfach mal 200 bis 250 Gramm Kohlenhydrate, um die ganzen Speicher wieder aufzufüllen.
oder auch mit den Fetten. Ich bin zurzeit bei den Fetten bei 30 bis 35 Gramm und an einem Cheater eben sage ich, dass ich mal so auf 50 bis 60 Gramm hochgehe. Das ist einmal in der Wochenmitte. An diesem Tag esse ich jetzt auch nicht 4000, 5000 Kalorien, sondern ich esse entweder so, dass ich genau die 3000 Kalorien bzw. genau die Kalorien esse, was ich am Tag verbrauche. Oder ich esse sogar, meistens mache ich so, dass ich trotzdem noch abnehme, wirklich nur so 2500 bis 2800 Kalorien. An diesem besonderen Tag esse ich dann so ungefähr 1000 bis 1200 Kalorien mehr. Der Körper hat dann einfach wieder mehr Fette, mehr Kohlenhydrate zur Verfügung und so heizt er das Ganze wieder an. Weil irgendwann, wenn der Körper an den Punkt angelangt ist und sich zu sehr an das gewohnt hat, dass er praktisch so wenig Kalorien zu sich bekommt und dass er so wenig Fett und so wenig Kohlenhydrate bekommt. Irgendwann sagt dann der Körper, gut, dann mache ich auf Sparflamme und dann verbrenne ich einfach auch nicht mehr so viel. Genau dem wollen wir entgegenwirken, indem wir sagen, an so einem Tag schocken wir den Körper praktisch wieder und führen ihm das Ganze zu, dass der Körper wieder merkt, oh, er hat da wieder was, er bekommt wieder was, also kann er wieder verbrauchen und hernehmen. Zum nächsten Tipp für jeden, der das machen will, ich gebe bei der App, bei meinem Fitnesspal, das wisst ihr ja, praktisch immer ein, was ich esse und dann weiß ich am Ende des Tages auch ganz genau, wie viel Kalorien ich tatsächlich zu mir genommen habe. Es ist egal, ob ihr so ein Fitnessband habt oder ob ihr das einfach bei der Internetseite mal ausgerechnet habt, wie viel ihr verbraucht, ihr wisst es ja. Gehen wir mal davon aus, dass ich praktisch jetzt am Tag 1500 Kalorien esse, aber 3000 Kalorien verbrenne. Dann mache ich das persönlich so, ich gebe das beim iPhone, bei Notizen, ist ja egal welches Handy ihr habt, jedes Handy hat ja sowas wie Notizen, ne? Gebe ich dann einfach immer ein, wie viel Kalorien ich an dem und dem Tag abgenommen habe. Aber so könnt ihr genau im Überblick behalten, wie viel Kalorien ihr tatsächlich schon abgenommen habt. Und wir wissen ja, 7000 Kalorien, sagt man, sind 1 Kilo Fett. Und so könnt ihr euch dann auch nach ein paar Wochen mal einen Überblick verschaffen, wie viel Kalorien ihr denn insgesamt schon verbrennt habt. So, und jetzt zum dritten kleinen Tipp. Und zwar der Wasserhaushalt. Ich denke mir mal, weil ich das selber aus eigener Erfahrung weiß, von meinen Freunden bzw. von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass der Wasserhaushalt bei den meisten Leuten viel, viel zu wenig ist. Man sagt pauschal, pro 20 Kilogramm Körpergewicht sollte man 1 Liter Wasser zu sich nehmen. Im Normalen, wenn ich jetzt nicht auf Diät bin, trinke ich auch locker meine 3,5 bis 4 Liter. Aber in der Diät achte ich nochmal ganz, ganz speziell darauf, dass ich wirklich Minimum 4 bis 5 Liter am Tag trinke. Ganz einfach auch deswegen, weil der Körper sonst zu viel Wasser einspeichert. Ihr müsst euch denken, wenn der Körper jetzt nur 1,5 bis 2 Liter bekommt, dann sagt der Körper natürlich, ja, er bekommt nicht mehr. Und natürlich speichert er das Wasser, das wenige Wasser, was er hat, dann natürlich ein. Das kann auch bei vielen das Problem sein, warum sie trotz Diät etwas schwämmig ausschauen. So, das waren jetzt 3 Tipps für euch, die ich in einer Diät wirklich sehr, sehr wichtig finde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wird jetzt ganz normal weitergehen. Dann gibt es jetzt eben am Schluss noch das Posing-Update vom aktuellen Stand. Es sind jetzt noch 2 Wochen bis zum Wettkampf. Viel Spaß jetzt beim Posing-Update und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Vielleicht, wer weiß, kommt ja vielleicht mal wieder das nächste Kochvideo raus. Abonnieren und dranbleiben, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Mucho. Bye, bye.